Guten Abend. Ich begrüße alle hier im Saal und alle, die uns per Livestream zuschauen, zu unserem heutigen Uni Wien Talk zum Thema Unzumutbar, Teuerung, Verzicht und Fairness, was uns kollektiv zugemutet werden kann und wie wir individuell damit umgehen. Das ist ein Thema, das sehr aktuell ist und gleichzeitig auch eines, das uns schon seit mehreren Jahren, Stichwort Corona-Pandemie, beschäftigt und das uns auch in Zukunft, Stichwort Klimaerhitzung, weiter beschäftigen wird, also uns nicht loslassen wird. Mein Name ist Irene Brickner. Ich bin Chefin vom Dienst und Redakteurin bei der Tages- und Online-Zeitung der Standard. Meine Arbeitsschwerpunkte sind Menschen- und Grundrechtsfragen, sehr oft Asyl- und Fremdenrechtsthemen. Themen, die ebenfalls mit Fairness und Zumutbarkeit zu tun haben. Ich möchte jetzt die heutigen beiden Diskutanten begrüßen. Ich begrüße Felix Pinkert, Assistenzprofessor der Philosophie an der Uni Wien. Er forscht am Überschneidungspunkt von Philosophie und Ökonomie und leitet das Vienna Philosophy and Economics Masters Program. Danke. Ich möchte noch ein paar Kernthemen, zu denen der Herr Pinkert arbeitet, erwähnen. Also sind vor allem auch ethische Fragen, also Ethik der Märkte, Ethik des Konsums und auch der Klimaerwärmung und auch Moraltheologie. Moraltheorie gesprochen, genau. Und ich begrüße als Alumnus, also als Absolventen der Universität Wien, Martin Schenk. Er ist Sozialexperte, Menschenrechtsaktivist sowie stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Er hat an der Uni Wien Psychologie studiert und in weiterer Folge das psychotherapeutische Propädeutikum absolviert. Er war Mitbegründer von sozialen Initiativen wie der Armutskonferenz und der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur. Zuletzt hat er das Sozialrechtsnetz mit ins Leben gerufen, das auf die Stärkung und Durchsetzung sozialer Menschenrechte abzielt. Hallo. Hallo. Ich möchte Ihnen kurz was zum Ablauf sagen. Und zwar werden wir zuerst jetzt hier auf dem Podium ungefähr so 40 Minuten, dreiviertel Stunde diskutieren und sind danach auch auf Ihre Wortmeldungen gespannt, im Publikum und eben auch von zu Hause. Es besteht die Möglichkeit, online Fragen zu stellen. Das geht von jetzt an schon, also das kann man machen. Wenn dann die Fragenrunde ist, ist es so, dass eine Kollegin mit einem Mikrofon herumgehen wird. Und es wäre super, wenn Sie sich vorstellen, damit man weiß, wer die Frage stellt. Es wird nicht im Publikum gefilmt werden, also es ist auch keiner gezwungen zu sagen, wer er ist, aber es wäre von Vorteil. Es wird nicht gefilmt, das heißt, es ist auch nicht die Frage, Sie kommen sicher nicht vor in dieser Aufzeichnung, in diesem Stream, der ja dann zum Nachschauen auch noch da sein wird. Gut, jetzt zur Einführung in das Thema. Habe ich mir gedacht, als erste Frage möchte ich, wie schon im Titel der Veranstaltung auch ja es vorkommt, mich mit der Frage der Teuerung möchte ich damit anfangen. Das ist ja derzeit eine der gesellschaftlich und auch wirtschaftlich brennendsten Fragen und betrifft die Themen Fairness und Zumutung direkt. Um ein paar Zahlen zu nennen, die Inflation hat in Österreich Rekorde von vor langer Zeit eingestellt. Im November hat sie 10,6% betragen, nachdem sie davor im Oktober 11% hoch war und das war der höchste Wert seit Juli 1952. Die Bundesregierung reagiert auf diese Entwicklung durch Auszahlung von Geld an die Bürgerinnen und Bürger in Gestalt von bis dato eines Inflationsausgleiches, der Strompreisbremse. Laut Finanzministerium soll sie einem Haushalt um durchschnittlich 500 Euro pro Jahr entlasten. Also so geht man um und so versucht man das Ganze abzufedern, Herr Pinkert. Ich frage mich aber, macht das die Teuerung für die Menschen insgesamt zumutbarer? Ja, danke für die Frage. Ich denke, wichtig bei dem Begriff der Teuerung ist sich eigentlich zu überlegen, ja, warum werden die Dinge eigentlich teuer und ist das Problem jetzt, dass hier irgendwie ein Preisschild nach oben geht oder eher das Problem ist eine Knappheitssituation. Ja, die Güter werden teurer, weil sie knapper sind, weil wir weniger Gas importieren, weil wir kein Gas aus Russland importieren oder weil es Lieferkettenprobleme seit Corona aus China vor allen Dingen gibt. Und das äußert sich dann halt in dem gestiegenen Preis. Und das heißt, dass im Umkehrschluss man halt mit diesen Auszahlungen Effekte abfedern kann.
aber das Problem eigentlich nicht lösen kann. Also ich habe nicht mehr Gas im Gasspeicher, wenn ich den Leuten mehr Geld gebe. Das Geld kann man nicht irgendwie verbrennen oder so. Wenn das nicht da ist, kann ich davon nicht mehr kaufen. Im Endeffekt ermöglicht uns das mehr auf dem Weltmarkt zu kaufen, was dann woanders möglicherweise fehlt. Aber es wird das Grundproblem eigentlich nicht gelöst. Was gemacht wird, ist, dass halt ein Umverteilungseffekt stattfindet. Dass halt Menschen, die sich das Produkt, zum Beispiel Gas, dann gar nicht mehr leisten könnten, zum Beispiel, sich es dann doch leisten können. Und es ist natürlich total wichtig, dass wir das tun. Aber es ändert nicht die Grundsituation, dass wir auch sparen müssen und einsparen müssen. Und das wird manchmal auch gefühlt durch das Versprechen eines Teuerungsausgleichs oder einer Teuerungsabfederung, wird das manchmal auch ein Stück verschleiert, dass man so tut, das könnte man, also es könnte alles so wie vorher sein. Das ist so ein schönes Versprechen. Und das kann man aber nicht einhalten, weil das fundamentale, zugrunde liegende Problem eine Verknappung von bestimmten Gütern man damit nicht lösen kann. Also man muss das eigentlich wirklich sagen, es ist ein Knappheitsproblem und das stellt uns Verteilungsfragen, die wir dann mit diesen Ausgleichsmechanismen angehen sollten. Ich meine, eine Kritik an diesen Teuerungsausgleichen ist ja, dass sie sozusagen gießkannenmäßig an alle vergeben werden und dass es aber nicht ausreicht, um Leute, die tatsächlich in der Armut sind, aus der Armut herauszubekommen, also ihnen tatsächlich zu ermöglichen, zum Beispiel ihre Wohnung zu heizen, quer durch den Winter. Also würden Sie sagen, Herr Schenk, dass es tatsächlich zu einer Umverteilung des Reichtums von oben nach unten kommt, jetzt in der jetzigen Situation und auch trotz dieser Teuerungsausgleiche? Zum Teil schon, weil das Paket, wenn man sich anschaut, das Volumen, die Volumina, die umverteilt werden, jetzt in Bezug auf die Teuerung, schon einen starken Verteilungseffekt haben, und zwar sehr stark ins untere Einkommensdrittel verteilen. Was sind also die Leistungen, die nicht nur Einmalzahlungen sind, sondern länger sind? Das ist eben die Stromkostenpreis, wird trotz allem stärker nach unten verteilt, auch der Klimabonus oder diese Antiteuerungsmaßnahmen. Warum? Weil bei universellen Leistungen des Sozialstaats, das gilt auch für die Familienbeihilfe, für das Pflegegeld, wir Effekte, obwohl es halt alle ausgezahlt werden, dass es die untere Einkommensdrittel stärker betrifft, weil dort mehr Kinderhaushalte sind und Kinder insgesamt stärker bedroht sind von Armut, Haushalte. Deswegen gibt es sozusagen bei universellen Leistungen trotzdem einen Verteilungseffekt nach unten. Dasselbe gilt für die Erhöhung der Ausgleichszulage, die jetzt ab 1.1. passiert, oder den Kindermehrbetrag, das hat negativ Steuern, also ich zähle jetzt alles aus, auf was gut ist, was sozusagen eine Verteilungswirkung hat. Oder auch, das habe ich noch vergessen, die Valorisierung der Sozialleistungen, die auch ab 1.1. in Kraft sind. Das sind so Leistungen, die einen starken Verteilungseffekt haben. Und dann gibt es Leistungen, die man nicht besser machen könnte, eben den Klimabonus, habe ich schon angesprochen, den könnte man einkommensabhängig machen, wäre vielleicht vernünftiger, weil er ja auch einen ökologischen Effekt haben sollte. Und die Frage ist, warum das oberste, reichste Einkommensdrittel den Klimabonus bekommen sollte, wo es ja gerade das oberste Einkommensdrittel die sind, die 10-mal mehr CO2 ausstoßen als das untere Einkommensdrittel und doppelt so viel wie das mittlere. Also da wäre es auch gescheit, das Geld zu nehmen und vielleicht in das untere und in das mittlere Einkommensdrittel zu verteilen. Ähnliches gilt für die Energiekostenbremse, ist dasselbe Problem. Und wir haben uns da überlegt, jetzt um sozusagen, was könnte man da gescheiter machen, daraus eine Art Energiegrundsicherung zu entwickeln, weil die Energiestrombremse, Kostenpreisbremse, das heißt, merkt man das auch nicht, Energiepreisbremse, die eigentlich Energiekontingente festlegt, die zu einem verbilligten Preis an Haushalte gehen. Und die Idee einer Energiegrundsicherung ist schon 20, 25 Jahre alt, so lange kenne ich das schon, wo die Idee ist, dass ein bestimmter Grundbetrag in der Daseinsvorsorge, zum Beispiel eine Energie, kostenfrei ist für die Ärmsten. Und dann steigt das langsam progressiv an, bis es ganz oben dann sozusagen für die am meisten verursachen, auch an CO2-Ausstoß, ganz teuer wird. Und so ein Modell, finde ich, könnte man weiterentwickeln. Das wäre was Gescheites für nächstes Jahr wahrscheinlich. Dieses Jahr wird nichts mehr kommen. Aber Sie haben gesagt vorher, dass diese Maßnahmen, also auch die als positiv jetzt vorgestellten Maßnahmen von Herrn Schenk, also nicht das grundlegende Problem lösen. Das grundlegende Problem ist der Mangel an Ressourcen. Und was bedeutet das jetzt? Also, ja, in welcher Situation befinden wir uns? Gut, also das Problem zu lösen heißt im Wesentlichen, also ein Versuch ist ja, den Mangel zu beheben, indem wir jetzt zum Beispiel in Deutschland Flüssiggasterminals bauen. Aber das ist ja nicht nachhaltig, weil man sagt, okay, es ist das, was wir jetzt an Energie einsparen müssen, an Gasverbrennung einsparen müssen, müssen wir eh einsparen. Ja, da braucht es auch keinen Krieg dafür.
Das können wir aus Klimagründen eigentlich nicht verbrennen. Das heißt, das Problem zu lösen kann nicht bedeuten, also irgendwie den Mangel zu beheben und doch irgendwie die Gütermenge wieder anzuheben, sondern die Frage ist halt, wem kann wie viel Änderung seines Konsumsverhaltens, ihres Konsumverhaltens und eben auch Verzicht zugemutet werden. Und da ist eben genau, Herr Schenk gerade gesagt hat, es ist ein Unterschied, ob ich halt gerade meine Wohnung heizen kann, eine moderat große Wohnung, wo meine Familie wohnt, heize. Es ist halt schwer zu sagen, dass mir jetzt zumutbar ist, die nicht mehr zu heizen. Ich habe irgendwie letztens versucht, möglichst lange die Heizung nicht anzuschalten und dann war ich krank und dann ist es wirklich schwer, die Heizung ausgeschaltet zu lassen. Ist einfach nicht zumutbar. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem großen Auto durch Wien pendle, da 25 Kilometer am Tag fahre, kann ich damit etwa für diesen Tag auch eine Wohnung heizen. Habe ich mal so grob abgeschätzt von dem Energie, also von dem Heizwert des Benzins, was ich da verbrenne, könnte ich auch eine Wohnung warm halten. Und dann ist die Frage, naja, in der kalten Wohnung zu sitzen, ist irgendwie nicht zumutbar, aber die BIM zu nehmen, ist irgendwie schon zumutbar. Nicht? Also das ist schon etwas, also nicht dasselbe. Also wir sprechen da nicht über dasselbe, wenn wir von Verzicht sprechen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn es darum geht, mit der Situation, dass wir Konsum reduzieren und verändern müssen, halt diese Fragen stellen von Zumutbarkeit, von überhaupt der Möglichkeit, etwas zu reduzieren. Und da ist eben vor allen Dingen die Frage für höheren Verbrauchern, was dann eben auch oft, also eigentlich immer höher, weil Dinge ja Geld kosten, höhere Einkommen bedeutet oder höheres Vermögen bedeutet, dann mehr in die Pflicht zu nehmen. Das ist eigentlich so, weil das fehlt ein bisschen der Debatte eben, weil es gibt sozusagen ein schnelles, ich sage einmal, verlogenes oder verschleierndes Wir, das da gesprochen wird. Mhm. Nicht wir müssen Energie sparen, aber wenn wir eben die Verteilungswirkungen, die auch Sie genannt haben, in den Blick bekommen, dass eben noch einmal das oberste, reichste 10% verbraucht 5 bis 6 Mal so viel an CO2 wie das ärmste 10% und mal noch doppelt so viel wie die Mitte, dann sehen wir, dass nicht alle gleich Energie sparen müssen und dass es auch wahrscheinlich gar nicht gleich effizient und effektiv ist, weil wenn die Summe des Ausstoßes ganz oben so groß ist, dann ist es aus Effizienz und Effektivität natürlich auch sinnvoll, besonders dort mit der Verknappung zu beginnen oder mit der Zumutbarkeit zu beginnen, Dinge zu verknappen und jedenfalls nicht bei den Ärmsten zu beginnen. Ich sage das deswegen, weil ich ja seit Jahren mit Energiearmutsprojekten und so, und mir geht das schon ein bisschen auf die Nerven mittlerweile, weil ich immer sage, aber ihr müsst nicht bei den Ärmsten mit Energie sparen und mit Energieeffizienz und mit Suffizienz beginnen. Vielleicht sogar das Gegenteil. Ich würde sagen, aus der Armutsforschung würde ich sogar sagen, Armutsbekämpfung muss zwangsläufig heißen, dass die Ärmsten ihren CO2-Fußabdruck erhöhen. Warum? Weil sie wieder mal eine größere Wohnung haben vielleicht und keine überbelegte Wohnungen, weil sie einmal mehr Zimmer heizen als jetzt, weil sie vielleicht wieder mal was Gutes, Herzhaftes essen, weil sie auf Urlaub fahren vielleicht einmal werden oder mehr konsumieren. Das heißt, da wird sich's eher, da beginnt sozusagen nicht der Klimaschutz, ja. Und das, glaube ich, ist wichtig zu benennen, dass wir es auch beim Klimaschutz um eine Verteilungsfrage, das ist um eine Verteilung gehandelt und das ist, glaube ich, noch nicht ganz durch, ja, dieser Gedanke. Da gibt es Vorstellungen, Überlegungen, wie man dazu kommen kann, dass man dann die Wohlständigeren, also früher hat man gesagt, marxistisch die höchsten Klassen, die oberen Klassen dazu bringt, dass sie einsparen, also CO2-mäßig. Gibt es da Strategien, Überlegungen? Gute Frage. Beide. Nochmal nachdenken, kurz. Vielleicht in der Zwischenzeit sich. Wahrscheinlich nur rechtlich, gesetzlich, ob die das freiwillig machen wird oder halt dadurch, dass sie sich leisten können, dass sie selbst investieren in Technologien und Produkte, die halt quasi sozusagen effizienter sein können. Trotzdem werden sie insgesamt den Verbrauch, also 5-mal fliegen geht dann nicht und 5 Autos haben, also das geht dann halt nicht. Ne? Egal wie ökologisch diese Dinger sind, die man dann für die Mobilität verwendet. Es wäre ein zutiefst ethisches Verhalten von Leuten, die verzichten können, dass sie das auch tun. Die intuitive Antwort ist immer ja. In der ethischen Theorie gibt es ja ganz viel Diskussion darum, dass man das Gefühl hat, es ist eh wurscht, was ich mache. Ja, selbst wenn ich 5 Autos habe, ist das im Vergleich zur gesamten Autoflotte in Österreich jetzt irgendwie nichts. Und das hat so eine ethische und eine auch psychologische Herausforderung. Also ich habe irgendwie eine sehr merkbaren Kosten zu tragen, wenn ich jetzt mit der Straßenbahn statt mit dem Auto fahre. Ist nicht so bequem oder irgendwie, ich habe einen Grund, warum ich das Auto mir geleistet habe vorher. Und irgendwie ist der Effekt nicht so wirklich sichtbar. Nicht? Und das ist halt, weil das halt in der Menge untergeht. Das ist so wie ein Tropfen in den Ozean. Und eine Möglichkeit halt in dieser mit diesem ethischen Problem umzugehen, auch mit diesem also quasi so moral-psychologischen Problem umzugehen, ist halt sich die
die quasi den eigenen Verbrauch umzurechnen in Dinge. Also wie ich gerade meinte mit dem Jahr, so etwa, wenn ich jetzt ein Liter Benzin verbrauche, nicht, das hat irgendwie einen, was hat das, ein 8,5 Kilowattstunden Heizwert. Das heißt, für 2 Liter kriege ich etwa meine Wohnung, also eine 50 Quadratmeter Wohnung geheizt. Und wenn ich jetzt denke, okay, gemeinschaftlich haben wir nur so und so viel von dem Zeug, was wir verbrennen können, das müssen wir jetzt schleunigst beenden, dieses Verbrennen davon, kann ich mir sagen, ja, wenn ich das einspare, lasse ich es jemand anderem übrig. Das ist also eine Möglichkeit, sich auch besser zu motivieren, also zu merken, es macht doch irgendwie einen Unterschied, was ich tue. Aber schlussendlich braucht es auch eine politische Handlung. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich es jetzt nicht verbrauche, dann nimmt mein Nachbar, er freut sich, dass er mit seinem dicken Auto noch mehr fahren kann, dann ist es auch irgendwie wieder sinnlos. Und da ist oft da dieses, also ein Problem kollektiven Handelns, dass man sich irgendwie darauf verlassen können muss, die anderen machen auch mit. Und da ist, was Martin Schenk sagt, irgendwie auf rechtlichem Wege, auf gesellschaftlichem Wege, dass wir so Probleme vom Trittbrettfahrertum und so halt genau dadurch lösen, dass wir halt sagen, wir legen jetzt fest, das machen alle mit. Ich meine, verteilungspolitisch ist es ein bisschen einfacher, weil da haben wir auch Erfahrungen und auch gute Evidenz, wie das funktioniert. Da kann man natürlich sagen, zum einen kann man sich überlegen, dass es bestimmte Formen der Sozialtransfers noch stärker in die Mitte und nach unten verteilt werden. Und wir können sagen, auch Staaten, die auch mehr an Einkommen, zum Beispiel aus Vermögen, auch einbeziehen in die Steuerstruktur, sind auch Staaten, die natürlich gerechter sind und progressiv finanzierbar sind. Das wird auch, die Frage wird kommen, weil wir geben sehr viel jetzt aus, was richtig ist. Sonst würde, glaube ich, unser Land anders ausschauen, gäbe es nicht so viele Investitionen jetzt auch in verschiedenste Bereiche der Gesellschaft. Zuerst die Corona-Krise, jetzt die Teuerung. Aber natürlich muss man irgendwie schauen, wie das dann mit dem Budget wird, nicht? On the long run. Und da ist die Frage, die Hoffnung, okay, vielleicht können wir uns durch eine Superkonjunktur hinaus manövrieren, das hat aber dann wieder klimapolitische Fragen, nicht? Wie ist das höhere Konjunktur, aber und auch, oder wie stark können wir auch noch Vermögensbeiträge lukrieren, die einen Teil zumindest dieser Dinge, die wir da jetzt finanzieren müssen und sollen, auffangen können. Ich möchte dann schon eine Frage stellen, die immer wieder in Diskussionen kommt, wenn es um Verzicht geht, nämlich die Meinung, okay, also wenn ich jetzt bei mir anfange, das ist zwar gut und schön, aber in Wirklichkeit müsste man bei der Industrie anfangen, weil das sind die wirklichen CO2-Emittenten, man müsste die Art und Weise, wie produziert wird, verändert und so weiter und so fort. Ist da was dran? Ist das etwas, was tatsächlich stimmt? Also es hat ja auch etwas von einer Ausrede an sich. Ich meine, da ist wieder die Frage des Wirs, nicht? Das ist ein Unterschied, wenn man jetzt sich die Gesellschaft in unterschiedliche Einkommens, die Ziele, Klassen, Schichten teilt, dann hat es einen unterschiedlichen Effekt, was wer tut innerhalb dieser Klassen, zumindest was den Klimaschutz betrifft, wie wir jetzt gehört haben. Also insofern ist die Frage schon berechtigt. Es heißt aber trotzdem nicht, dass man jetzt selber auch was tun kann. Also den Handlungsspielraum, den man selber hat, ausnützen, muss man aber aufpassen, dass nicht alles dann individualisiert wird. Weil das Problem ist, was alle gern machen, das kenne ich auch aus den Debatten der letzten Jahre, ist dann immer, bevor man strukturelle Maßnahmen setzt oder Gesetze macht, die auch strukturell eingreifen in Verhältnisse, sagt man halt immer, na, die Leute, die sollen sich selber, also ich habe das im Gesundheitsbereich, heißt dann Health Literacy, also das heißt, man muss mehr Gesundheitskompetenz haben, dann wird alles gut, muss man nichts in den Verhältnissen machen. Oder bei Wirtschaft, mehr Wirtschaftsbildung, mehr Financial Literacy, wir müssen uns besser auskennen mit den Finanzprodukten auch, muss man nichts machen bei den Finanzmärkten, aber wir selber sollen uns besser auskennen. Und das passiert natürlich jetzt auch beim Klima, nicht zu sagen, man muss selber schauen, dass man alles gut macht. Also das ist eine Gefahr, glaube ich, und auch eine Strategie, eine bewusste, um abzulenken, um bei den Verhältnissen was zu machen. Also, aber es ist kein Entweder-Oder. Also ich glaube schon, dass wichtig ist, auch zu überlegen, was hat man selbst für einen Handlungsspielraum und den zu nutzen. Wie sehen Sie das? Ja, ich bin da ganz, ganz d'accord. Das ist dieses Abwälzen auf das Individuum, ist halt so eine, ja, teils auch schon fast perfide Strategien. Ich sehe da im Buch so, was Kindern jetzt gut tut. Nicht in der Klimaethik gibt es so eine Diskussion, wir sollten alle irgendwie am besten gar keine Kinder mehr haben oder weniger Kinder, damit, weil Kinder ganz schrecklich für das Klima sind. Die werden ja in Zukunft einen hohen CO2-Ausstoß haben und da kommen irgendwie angeblich 10.000 Tonnen pro Elternteil zusammen. Und im Endeffekt, was man sagt, ist halt irgendwie, man mutet irgendwie Menschen, die vielleicht eine Familie gründen wollen, keine Familie zu gründen, damit wir den Rest der Gesellschaft unverändert lassen können, damit wir so konsumieren können, wie wir jetzt weiter konsumieren, bis wir halt alle das Zeitliche gesegnet haben, nicht? Und das ist ja irgendwie ein absurdes Abschieben auf das Individuum,
der Verantwortung. Das wird eben mit Konsumfragen genauso oft gemacht. Nicht? Also so, wenn ich sage, ihr müsst euch alle irgendwie gesunder ernähren und jetzt wohne ich aber in einer Gegend, wo es einfach keinen Supermarkt gibt, wo es frisches Gemüse gibt, was ja irgendwie in den USA in Gegenden gibt oder so, dann ist das halt irgendwie zynisch, das auf den Einzelnen abzuwälzen. Was ich für mich persönlich wichtig finde und hat etwas, was mich ja persönlich oft bewegt hat und ich dann in meine Arbeit eingebaut habe, ist halt so ein, dass man manchmal trotzdem einzeln was tun kann, sagen kann, ich fahre jetzt doch mit dem Zug, immer von Schottland nach Sachsen gependelt während meines Studiums und das dauert halt irgendwie 30 Stunden oder so. Und das muss man jetzt nicht tun, es ist jetzt auch nicht unbedingt zumutbar, das machen zu müssen, aber man kann irgendwie so ein Zeichen setzen und sagen, eigentlich es geht. Und es ist es mir eigentlich auch wert, also dass das Einzelne, was der Einzelne tut, auch verbunden ist mit dem Politischen. Man eigentlich auch eine politische Handlung tut, wenn man von sich aus sagt, ich mache auch das, was eigentlich nicht so wirklich gut machbar ist, weil die gesellschaftlichen Strukturen noch nicht passen, ich mache es trotzdem. Dass aber das auch Teil des Wandels ist. Genau, aber wahrscheinlich trotzdem, damit es in die Masse und in die Breite kommt, muss die sozusagen die richtige Entscheidung auch leicht gemacht sein. Also das wird so sein. Genau. Also die richtige Entscheidung jetzt im Sinne, wenn wir es richtig definieren, das soll ökologischere und die sozialere sein, dann sollte diese Entscheidung auch leichter sein, als irrsinnig starke sich moralische und Aufwände und was ich was zu haben, um richtig entscheiden zu können. Das merken wir auch in der Stadt, da ist es leichter, gibt es viel weniger Autos und viel mehr öffentlichen Verkehr. Die Leute besitzen viel weniger Autos am Land. Warum? Weil es auch ein bisschen einfacher ist. Wir haben weniger Wege, wir haben ein gutes öffentliches Verkehrssystem. Das am Land, die kommen aus dem Weinviertel, ist schon anders. Nicht? Da ist die richtige Entscheidung gar nicht so einfach, wenn am Land nichts ist. Bei uns im Weinviertel, wo ich herkomme, gibt der letzte Kreisler ist weg, es fährt kein Bus mehr. Also, es ist wirklich, also da hat es was mit sozialer Infrastruktur wieder zu tun. Also die Dinge hängen natürlich strukturell immer zusammen, auch was ich als individuelle Entscheidung und für Handlungsspielräume ich habe. Aber würden Sie von einer Überforderung des Individuums reden derzeit oder auch Sie durch diese ganzen Herausforderungen, die da existieren? Ist das zu viel eigentlich für eine Privatperson? Ein bisschen schon. Mir macht das ja selbst fertig, schon, was man sich überlegt, was man als richtig und falsch und hat man ein schlechtes Gewissen. Und ein bisschen als Psychologe kann ich ja reden, wenn ich auch als Psychologe hier bin, Uni Wien. Bei uns hat das geheißen Reaktanz, also entsteht sozusagen ein Abwehrverhalten, wenn man das Gefühl hat, man macht eben die Dinge nicht ein bisschen auch im Flow, sondern muss immer irrsinnig viel Aufwand und Energie mobilisieren, um das zu tun, was einem richtig erscheint. Das haltet man nicht auf dauernd aus. Das kann man immer wieder machen und viele von uns haben mehr Kräfte, das zu tun, aber auf Dauer trägt es nicht. Und wenn es zu viel wird, dann entsteht eher ein Widerstand, das Gegenteil. Also man sagt nicht dann, das findet man umso blöder, das, zu was man sich ständig gezwungen fühlt. Und das ist, glaube ich, schon ein sozialpsychologischer Effekt, den man mitdenken muss, wenn man alles nur auf Moral und Eigenverantwortung baut. Weil dann die Leute revoltieren dann dagegen. Ja, ich würde einfach die Moral und Eigenverantwortung sozusagen jetzt trennen. Nicht? Also okay. Eigenverantwortung ist ein Teil von Moral, aber was wir gesellschaftlich tun müssen, ist eben auch Teil von Moral, als jemand, der quasi politische Ethik auch macht, finde ich das sehr wichtig zu sagen. Also kollektive Gruppen von Menschen können auch Pflichten haben, nicht nur einzelne. Es gibt Dinge, die wir gemeinsam tun müssen, aber es ist nicht trivial, nicht einfach zu sagen, deswegen musst du das tun und du das tun. Das ist manchmal nicht so eindeutig, aber es ist klar, dass wir etwas tun müssen. Und da ist auch wichtig, dass also uns kollektiv schon eigentlich sehr viel zugemutet werden kann, weil wir sehr viele Ressourcen haben, weil wir über viele Jahrzehnte sehr viel Kapital aufgebaut haben, sehr viele Möglichkeiten haben in einem Land wie Österreich. Und das Entscheidende ist dann, das, was wir kollektiv tun müssen, so umzusetzen, dass es für den Einzelnen zumutbar ist. Denn so wie dieses Beispiel vom Weinviertel, nicht an einem bestimmten Punkt ist man halt in so einer Lock-in-Situation, also egal wie ich mich anstrenge, ich kann jetzt hier einfach nicht auf das Auto verzichten. Da hilft die größte Motivation nicht. Und dann kann da auch nicht irgendwie von selbst plötzlich ein Bus entstehen, weil der Erste angefangen hat, den nicht existierenden Bus zu nehmen. Nicht? Also da braucht es ein kollektives Handeln, was den Menschen halt die Option gibt und die einfach macht. Und dann braucht es auch den Einzelnen, der es dann auch annimmt. Also diese Mischung braucht es. Und ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass es auch wichtig ist, noch jetzt, wenn man jetzt wieder die Ungleichheit ins Spiel bringt und auch die Erfahrung, die ich einfach mit Leuten auch mit wenig Geld oder auch mit finanziellen Not haben oder so, dass man auch die Funktion des Handelns immer mitdenken muss, also die Bedeutung, die dieses Handeln für mich jetzt in meiner Lebenssituation hat. Das sind zwei Beispiele. Wir sind angefragt worden, ich glaube, es war vom ORF oder irgendwas, wo es gerade darum gegangen ist, zu fragen, so ein Sportprogramm, ich glaube, Nationalfeiertag, Fit mach mit oder so heißt das, vom Slogan. Und sie haben gefragt, Leute, die wir jetzt über die Armutskonferenz in der Sozialberatung haben oder die sich auch da organisiert haben,
in Selbsthilfegruppen. Wir sollen einmal die Fragen, ob nicht auch, weil Sie gehört haben, dass Armutsbetroffene sich weniger bewegen, laut Studien, als Mitte- und Oberschichten. Und wir haben die Leute gefragt, wie sie dieses Fit nach mit diesen Slogan finden. Und ich dachte, furchtbar, das klingt nach AMS und nach Stress und nach irgendwas. Und dann war die Frage, was wäre für euch wichtig, sozusagen als Slogan oder als Anlass, um bei so einem Sport oder bei so einem Wandertag mitzumachen? Und das war tut gut. Warum? Weil der Alltag von Leuten in finanzieller Not ein schlechter Stress ist, eine Belastung ist. Die sind belastet. Man weiß nicht, wie es nächste Woche geht und ist noch eine Rechnung im Postfach und kann man die Schulsachen für die Kinder zahlen und die Wohnung, keine Ahnung, alles Mögliche. Und alles, was entlastet, ist sozusagen etwas, was das Handeln befördert. Und deswegen war das tut gut eigentlich. Also man macht, bewegt sich, spielt, weil es einem gut tut, nicht weil man fit werden will. Und ein zweites noch Beispiel, diese Jamie Oliver-Sache, ihr habt es vielleicht mitbekommen, der hat ja in England versucht, das Schulessen umzugruppieren auf gesundes Essen und auch auf ökologisch und besseres Essen und hat da den Auftrag bekommen, dieses warme Mittagessen umzugruppieren. Und es hat ja da auch, apropos Reaktanz, ganz große, besonders in Nordengland, also wo eher auch die Arbeiter- und Industrieregion war, die alte, haben die Eltern begonnen, das irgendwie Widerstand zu leisten und den Kindern heimlich die Burger und das ganze Essen über den Schulzaun zuzustecken, damit sie auch nicht dieses gesunde Essen vom Herrn Oliver essen müssen. Und was, ich sage nur, Funktion des Handelns. Und wenn man sich gefragt hat, warum, war das die von oben, ja, mit ihrem Dings, sagen uns, was wir essen sollen. Also es ist quasi das Essen wurde zu einem Widerstand gegen die da oben, die einem uns sagen wollen, wir sind zu blöd und zu dumm, um zu wissen, was man isst. Also es ist quasi eine Anerkennungsfrage daraus geworden und eine Statusfrage aus dem simplen Versuch, ein gutes Schulessen zu machen. Was ich sagen will, man muss die Funktion des Handelns immer mitdenken, glaube ich, ganz wichtig bei so Veränderungen von Handeln oder Verhalten. Okay, na, ich will jetzt, bevor ich die ersten Fragen, die da gekommen sind von den Leuten, das anschauen per Stream, noch ein einziges Thema noch hineinbringen, nämlich wenn Sie sagen, unser Kollektiv ist viel zumutbar, dann denke ich an die Corona-Zeit. Ja? Also das war ja etwas, wo uns Dinge zumutbar waren, die wir vorher nicht für möglich erachtet haben. Also was heißt das dann? Also sind solche Dinge, also solche Einschränkungen tatsächlich auch im Bereich des Zumutbaren für das Kollektiv, also sozusagen auch jetzt aus anderen Gründen als Corona, als eine Seuche, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Klimaerhitzung. Ja, es ist interessant, weil ich letztens auch in Gesprächen merkte, wenn man zurückschaut an die ersten Lockdowns, dass man sich fast nicht glauben kann, dass wir das gemacht haben. Was haben wir da gedacht oder war das wirklich so ernst? Und so weil wir uns jetzt daran gewöhnt haben, dass sehr viele Menschen geimpft sind, dass die Varianten von Corona weniger ernst sind, auch wenn sie immer noch ernst zu nehmen. Aber in der Situation damals, wenn man sich zurückversetzt, es war so, wenn man sich so vorstellt, es war so, wie wir wissen überhaupt nicht, wie schlimm, wie arm das ist. Oh, Entschuldigung, ich warte mal kurz. Vielleicht bin ich's? Nein, gleich bin ich. Es ist da irgendwas. Ist jetzt besser? Oder geht gar nichts mehr? Jetzt geht's gar nicht. Super. Oder geht's? Hört ihr mich? Okay. Ist irgendwas gerutscht wahrscheinlich. Okay. Sorry. Geht's oder geht's nicht? Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es kommt ein anderes Mikro, oder? Wunderbar. Ja, aber das, wenn man sich also zurück... Also ich glaube, was wir dort hatten in dem Moment, ist, dass wir kollektiv, politisch und auch gesellschaftlich, halt eine Bedrohung wirklich ernst genommen haben für eine bestimmte Zeit. Und dann gemerkt haben, da hilft ja nichts. Es könnte jetzt sein, dass es komplett außer Kontrolle ist, dass es so ist wie in manchen... Jetzt glaube ich aus. Ja. Ich glaube, das andere funktioniert jetzt und es ist aus. Ich glaube, das. Ja. Ich habe die Bilder aus Norditalien gesehen und gesagt, okay, also hier hilft alles nichts, dann muss man jetzt zu Hause bleiben. Ja, das ist so ernst. Und das Tragische bei Fragen von Energieverbrauch und Klimawandel ist, dass halt die Gefahr uns nicht so naheliegend ist. Also es ist nicht so vor Augen, dass wir denken, okay, wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, dann wird es irgendwann richtig arg und dann kann ich, in
in den Wiener Innenbezirken im Sommer nicht mehr rausgehen, wenn ich älter bin, weil es einfach zu heiß ist, ja, und ich da irgendwie einen Herzschlag kriegen werde. Aber was es zeigt, ist, dass wir auch psychologisch in der Lage sind, wenn wir eine Bedrohung wirklich ernst nehmen und eine kollektive Gefahrensituation, dass wir uns schon sehr viel zumuten können. Und das auch gemacht haben. Das hätte man vorher nicht für möglich gehalten, dass wir einfach in so Kurzarbeitsregime zum Beispiel, dass wir einfach aufhören zu arbeiten und Leuten Geld auszahlen. Nicht? Also so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und was ist, also ist es, glaube ich, auch gar nicht so sehr eine Frage, was uns ethisch zugemutet werden kann, sondern einfach, dass es psychologisch und auch wirtschaftlich wir relativ viel haben stemmen können. Und dass wir aber zum Motivationsproblem haben, das mit der nicht ganz so unmittelbaren Bedrohung wie der Klimakrise, das auch zu tun. Nicht? Aber aus ethischer Sicht, ja, wenn die Situation ernst genug ist, kann man uns sehr viel zumuten und deswegen muss man auch aufpassen. Ethisch, wenn man sozusagen das verschleppt, dann handelt man sich ein größeres Problem ein, das eben noch mehr Zumutung und Verzicht erfordern kann, eben auch zum Beispiel Freiheitseinschränkungen. Nicht? Und das ist eigentlich was unbedingt zu vermeiden ist, aber halt, dass wir es so lange aufschieben, bis das möglicherweise notwendig ist. Das hat eine gewisse Tragik, die aber eher, glaube ich, dann, ja, vielleicht dann Martin Schenkel, eher so eine psychologische Sache ist und auch eine politische und kommunikative Sache, nicht so sehr ein ethisches Problem, sondern wie gehen wir damit als Menschen um, die halt irgendwie. Wir machen also irgendwie irrational einen Unterschied zwischen der Bedrohung, die jetzt hier unmittelbar ist, und die Bedrohung, die in 2 Jahren ist, die nehmen wir völlig verschieden wahr, auch wenn das gar keinen Sinn macht, inhaltlich. Ja, ich würde da wieder ein bisschen die Ungleichheitsbrille aufsetzen und sagen, das ist ein bisschen so, auch wieder das Wir zu fragen. Ich habe ja auch oft gehört in der Krise und jetzt auch, dass die Leute gesagt haben, wir sitzen alle im selben Boot. Ja, irgendwie schon, aber ich glaube, wir sitzen alle viel mehr im selben Sturm. Und in ganz unterschiedlichen Booten. Da gibt es große und kleine Boote, da gibt es starke und weniger starke, da gibt es die starken Yachten und die kleinen Nussschalen, die bei jedem starken Wellengang sofort umkippen. Also, und diejenigen, die schon vorher geschwächt waren, natürlich brauchen noch mehr Halt, wenn jetzt der Sturm kommt. Also wir haben ja auch eine Debatte, die wir führen müssen. Ihre Frage war ja, was haltet man aus oder so. Die einen sind, die jetzt durch den Sturm getroffen wurden, das sind die dann immer heißen, die untere Mitte, die plötzlich vor den Sozialmärkten ist, Leute, die nie geglaubt haben, dass sie Schwierigkeiten haben. Aber es hat ja immer schon Leute gegeben, die schon längst vorher auch Probleme gehabt haben. Und wir müssen immer diese 2 Gruppen anschauen. Ist auch wichtig bei den Maßnahmen jetzt, dass man sagt, okay, wenn man jetzt die Inflation ausgleicht, dann ist alles okay. Naja, für die vorher schon alles okay war, für die vorher nicht alles okay war, reicht die Teuerung nicht, sondern man muss sich auch den Problemen widmen, die vorher schon für viele tausende Menschen zu Problemen, Schwierigkiten, Schule, die nicht gut funktioniert, Sozialhilfe, die nicht funktioniert, keine Ahnung, Therapielücke, die es gibt für Kinder und dergleichen, anschauen. Also das, glaube ich, ist wichtig zu sehen, wenn wir von den Druck und den Krisen sprechen. Danke. Ich möchte jetzt eine erste Frage stellen, die von einem Zuseher, einer Zuseherin gekommen ist. Und zwar, ich habe den Eindruck, vor allem bei der jüngeren Generation macht es enorm Druck, das eigene Verhalten zu ändern, alles richtig zu machen für das Klima etc. Gibt es dazu wissenschaftliche Evidenz aus der psychologischen Forschung zum Beispiel? Etwas für den Herrn Schenk? Ich weiß da nichts genau, was ich aber weiß, also das ist zu dieser Frage, die Sie genau gestellt haben. Was es aber gibt, ist mittlerweile ist sowas wie sehen junge Leute jetzt ab 14 bis 20, wie sehen die Zukunft? Ja? Und da gibt es schon eine Veränderung in den letzten 5, 6 Jahren, schon vor Corona. Und zwar war der Optimismus oder die Hoffnung oder die Zuversicht bei der Generation noch vor 10 Jahren derselben Kohorte wesentlich größer, die gesagt haben, was da kommt, das ist irgendwie zu bewältigen oder ich sehe hoffnungsvoll in die Zukunft, ist so eine klassische Frage. Da antworten viel mehr Jugendliche jetzt, bin nicht mehr so ganz hoffnungsvoll, ich weiß nicht, wie das wird. Also das Gefühl, es ist nicht so, dass die Zukunft so ein Weg ist, der da vor mir ist und den ich jetzt beschreite und wo ich die Welt niederreißen und irgendwie schauen, was ich da machen kann, sondern das Gefühl, dass diese Welt irgendwie so ein Hürdenlauf ist oder vielleicht sogar eine Wand, die da steht und jetzt weiß ich auch nicht genau, was das Beste ist. Soll ich mich dagegen engagieren oder ist es nicht auch eine vernünftige Reaktion darauf zu sagen, ich schaue, dass ich jetzt das Beste mache, dass jetzt mein Leben in Work-Life-Balance ist, dass jetzt ich genießen kann, soweit es noch geht, weil was der Zukunft, die kommen wird, wer weiß. Und diese Haltung ist schon viel stärker als früher.
Und dazu gibt es auch noch so ein Phänomen, so Climate Anxiety. Nicht? Das ist so Angst, auch also als Teil von Angst, Erkrankungen auch, dass irgendwie so eine Dauerbedrohung, dass die Welt irgendwie am Kaputtgehen ist, dass es eine Dauerbelastung ist, die auch gerade jüngere Menschen mehr trifft und da beobachtet wird, auch von Therapeutinnen und so. Na gut, aber eben um über jüngere und ältere Menschen zu reden, ich meine, ist es nicht so, dass die jüngeren Menschen auch den älteren Menschen, also dieser Boomer-Generation, der zum Beispiel ich auch angehöre, einiges vorwerfen können und auch vorwerfen müssen, wenn zum Beispiel so Forderungen kommen, wie dass die jetzige Generation, die Kinder kriegen könnte, das nicht mehr tut? Ist das eigentlich nicht etwas, was zu gesellschaftlicher Unruhe führt und zu einer Spaltung zwischen den Generationen? Also ob es empirisch dazu führt, das ist, muss ich mal vorsichtig sein, weil ich mache Ethik sozusagen, also was ist sozusagen, was wäre angemessen sozusagen, einen Vorwurf zu machen, und da ist schon Raum dafür, also frustriert zu sein und zu sagen, das kann irgendwie nicht sein, dass jetzt irgendwie ich mir ethische Argumente anhören muss dafür, dass ich vielleicht selber keine Kinder haben kann oder sollte wegen dem Klimawandel, während meine Großeltern Kreuzfahren gehen oder so. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das ist irgendwie eine Zumutung. Ja, vielleicht möchte ich ja auch mal so ein Leben haben, wie Sie hatten. Und das wird mir verbaut. Ich glaube, das ist, passt auch sehr wichtig zu dem, also zu dieser, zu der Verteilungs- und auch Vermögensfrage, die du angeschnitten hast, also ob man Vermögen mehr in die Pflicht nehmen muss, passt das auch mit hinein. Also dass zum Beispiel, also ich beschreibe es irgendwie so, in Wien hat man das Gefühl, wenn man irgendwie irgendwann mal den Fehler macht, auf Willhaben zu schauen, was Wohnungen kosten oder so, das ist so wie Monopoly spielen und es ist einfach schon alles verkauft. Man kommt so 2 Stunden zu spät und man muss jetzt irgendwie hoffen, vielleicht noch was zu kaufen, aber währenddessen darf man Miete zahlen. Und der Zug ist irgendwie für viele Menschen abgefahren. Und wenn es dann parallel dazu halt Diskussionen gibt, wo gesagt wird, ja, wir haben 11% Inflation, aber ihr sollt euch jetzt zufrieden geben mit, sagen wir, was weiß ich, 6% Gehaltserhöhung, ist das ja eine 5% Gehaltsreduktion, nicht nur dieses Jahr, sondern wenn ich das nicht aufholen kann, ja, des Lebenseinkommens. Wird mir einfach abverlangt, dass ich jetzt 5% weniger verdiene in meinem Gesamtlebenseinkommen. Während, wenn ich laut Mietvertrag die Vermieter einfach sagen können, nö, also das wird jetzt hier angehoben mit der Inflation, also ich muss jetzt hier nicht zurückstecken. Und da ist, glaube ich, auch schon also eher ein Schichten- oder Klassenkonflikt, aber auch ein Generationenkonflikt eingebaut, wo man aus ethischer Sicht dann sagen muss, also zu erwarten, dass jemand jetzt, der eh im unteren Einkommensbereich ist, sein Lebenseinkommen einfach mal um 6% reduziert, ist irgendwie unzumutbar, aber zu sagen, oder wenn das zumutbar sein soll, dann muss es auch zumutbar sein, eine Vermögensabgabe von 6% zu erheben. Ja, also es müsste viel einfacher zumutbar. Und diese Diskussion, die haben wir einfach noch nicht. Und das ist halt so eine unfaire, ja, schon eine unfaire Belastung von, ja, weiß nicht, den Personen, die weniger den Diskurs kontrollieren vielleicht, wo wir ja diese Zumutungsfrage nicht wirklich ehrlich stellen. Also wer was leisten könnte und dann eben auch sollte. Ja, tatsächlich wären ja diese Überlegungen, Steuern von reicheren Menschen einzuheben, also im Rahmen der Vermögensteuer, aber auch diese Erbschafts- und Schenkungssteuer, wären jetzt nicht wirklich mit dieser Thematik, also mit der sozusagen Verarmung der jüngeren Generation oder auch der unteren Schichten oder Klassen ja nicht in Verbindung gebracht. Aber gibt es Berechnungen, also was das bringen könnte und auch Methoden, wie man danach dieses Geld sinnvoll verwenden könnte? Also in der wissenschaftlichen Debatte ist es ganz stark, das ist ganz dominant, sogar viel stärker als noch, macht es ja auch schon jetzt länger, in den letzten 10 Jahren ganz dominant, und zwar auch, wenn man so sagen will, auch in der Mitte des Mainstream, der Mainstream-Ökonomie eine ganz starke und große Frage. Es gibt natürlich dann immer Diskussionen, wie man es macht mit Instrumenten, da kann man auch gut diskutieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber die Fragen, dass Erbschaftssteuern einer bestimmten Ausgestaltung und besonders auch vermögensbezogene Steuern ein wichtiger Beitrag wären, das ist ziemlich unbestritten. Wir streiten uns dann ganz stark über die Instrumente. Was auch noch fehlt, ist auf der europäischen Ebene, ich kann mich erinnern, nach der Finanzkrise, ist gar nicht so lange her, 2008, 2009 war das, war eine ganz große Debatte über zwei Fragen. Erstens
über die sogenannte Tobin-Tax, also die Finanztransaktionssteuer, die irgendwie wie weggeblasen scheint. Das war eine Riesendebatte. Ich erinnere Sie, dass die Hälfte der EU-Regierungschefs damals begonnen haben, für eine solche zu lobbyieren. Teile der Weltbank sagten, das ist gar keine so schlechte Idee, könnte man machen. Das ist wie weggeblasen. Nicht? Und das ist eine sehr, sehr einträchtige, wie sagt man, die bringt viel ein, diese Steuer, wenn man sie global macht. Dann die Frage, wie man sie verteilt auf die Staaten, also wieder nicht so einfach. Und das Zweite, das Schließen von Steueroasen oder Steuersümpfen, weil sie eigentlich Privilegienoasen sind. Auch da hat es eine Debatte gegeben, die auch mir wie weggeblasen scheint, wo auch große Träger von der OECD angefangen, schon Modelle entwickelt haben, einen Finanzkataster, den man machen kann, um dieses Problem der Steuerflucht von Milliarden und Konzernen, aber auch Privatleuten in den Griff zu bekommen. Auch das ist wie weggeblasen. Also ich glaube, die Debatte müssen wir führen, soll man führen, ist auch ganz wichtig. Über die Instrumente soll man gut streiten, was wirklich dann wirkt, aber das bringt natürlich Milliarden. Also ich glaube, allein die Steueraußen, sagt der Zuckmann, also ein Ökonom, sagt, glaube ich, 300 bis 400 Milliarden Euro würde für Europa die Besteuerung von Steueroasen bringen. Das ist nicht nichts. Natürlich aufgeteilt auf die Nationen wieder weniger, aber alles ein wichtiger Beitrag, glaube ich, in einer Situation, wo wirklich ja auch das Geld brauchen für die richtigen Sachen. Da gibt es eine Frage, die gerade gekommen ist von Michael Eigner, die passt gut dazu, nämlich können wir uns überhaupt kollektiv organisieren, um mit diesen Problemen umgehen zu können, siehe Klimakonferenzen, wo jeder Staat seine eigenen Interessen durchzusetzen versucht? Also wir können es nur versuchen. Nicht? Also es ist also die Alternative zu sagen, wir können das nicht kollektiv, dann würde ethisch folgen, dass auch kollektiv wir keine Pflichten haben. Und das scheint unintuitiv zu sein. Nicht? Also dass wir uns irgendwie, und ich glaube, der Trick ist auch der, dass also ob wir das kollektiv können, hängt ja von uns ab. Das ist ja nicht so wie eine Frage, so kann ich 3 Meter hoch springen oder so, oder kann ich mir das anschauen? Ich kann es einfach nicht. Ja? Also kann ich auch keine Pflicht haben, 3 Meter hoch zu springen, auch wenn ich es jetzt versprochen habe. Ja, hilft nichts. Aber es ist irgendwie komisch zu sagen, ich verspreche pünktlich hierher zu kommen und dann kann ich das halt nicht, weil ich halt irgendwie einfach nicht früh genug losgehe. Das ist irgendwie mein Problem. Nicht? Also wenn wir sagen, wir haben kollektiv die Pflicht, auch global uns zu organisieren, sowohl mit so Verteilungsfragen, Steueroasen waren angesprochen, aber eben auch CO2-Ausstoß. Und dann machen wir es einfach nicht, weil wir halt unser Eigeninteresse zu wichtig finden, dann ist das halt jetzt auch ethisch keine Ausrede, sozusagen. Das ist halt, nicht nur weil ich es nicht will, heißt das nicht, dass ich eine Pflicht habe, etwas zu tun. Und es gelingt ja bei kleineren Dingen uns als Menschheit, und das ist die Herausforderung halt, ob wir das auf einem größeren Maßstab tun können, aber es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das zu versuchen. Also das klassische Beispiel, was immer genannt wird, ist die FCKW-Regulierung, also das mit den das Ozonloch das große Thema war, und das ist natürlich ein viel kleineres Umbauen der Gesellschaft, weil damit nicht irgendwie jedes Auto mit FCKW fährt oder so. Aber da hat man das irgendwie geschafft, und die Frage ist halt, ob man das bei diesen großen Themen auch schaffen kann, aber wir haben eigentlich gar keine Wahl, als das zu tun. Und vielleicht noch eine Rückfrage zu der Frage der Vermögensteuern und der Erbschaft und Schenkungssteuern. Wenn dann so irrsinnig viel Geld auf der Welt zur Verfügung stehen würde, könnte man dann sagen, das Verzichten brauchen wir jetzt nicht mehr? Nein, in Ihrer Logik. Weil es geht ja um den Mangel an Ressourcen. Also genau, ja, das würde folgen, dass das einfach eine Frage der Verteilung ist, dass die begrenzteren Ressourcen halt dann anders verteilt sind. Mhm. Das, was ich der, also ja, ich erzeuge ja nicht mehr Güter damit. Nicht? Wenn ich sage, ich besteuere Menschen so, jetzt gibt es irgendwie ein paar weniger Personen, die sich eine Superjacht leisten können, dann sind da einfach Arbeitsressourcen und Energieressourcen freigesetzt, die woanders genutzt werden können. Nicht? Das, aber die werden davon nicht mehr, sozusagen. Ich kann damit nicht irgendwie was kaufen, was vorher nicht da war, gesellschaftlich. Ich würde vielleicht noch einen Punkt anbringen, der auch ist, weil es halt oft so, also es hat so ein klassenkämpferisches Element, und ich denke, das hat es auch, weil es eine Verteilungskampffrage ist. Also in jeder Gehaltsverhandlung jetzt ist im Wesentlichen ein Verteilungskampf darum, jede Gehaltsrunde darum, wer wie viel von dem gesellschaftlichen Verzicht zu tragen hat. Nicht? Und ob eine Gruppe sozusagen das schafft, sozusagen zu sagen, nein, ich muss nicht verzichten oder mir ist es nicht zumutbar, oder eine Gruppe erwischt zahlt, die muss halt dann mit weniger Realeinkommen klarkommen. Und das klingt, ja, also das ist schon so, aber was, glaube ich, so im Umkehrschluss, glaube ich, wichtig ist, vor Augen zu halten, eigentlich was für einen Wert man schafft, der auch ein öffentliches Gut ist für alle, wenn wir Verteilungsfragen gerecht lösen können. Nicht? Also
Ich habe gelesen, dass Martin Schenk, dass Sie die halt die Initiativen, die Sie initiiert haben, dieses Hunger auf Kunst und Kultur, den Kulturpass initiiert haben. Und da denke ich mir, ja, also den kann ich jetzt nicht nutzen. Bin ich nicht in der Einkommenskategorie, wo ich den bekommen könnte. Ich zahle dafür auch mit Steuern und ich bin einfach stolz drauf, dass Wien das macht. Das ist einfach super. Ja? Ich kann in das Theater gehen und ich weiß, dass da im Wesentlichen alle meine Mitbürgerinnen und Mitbürger hingehen können. Und das ist an sich also ein Wert, den das schafft, den wir damit quasi konsumieren können, nicht? Also an gutem Leben und an guter Gesellschaft. Und das betrifft diese anderen Verteilungsfragen auch. Also zu wissen, ja, wir müssen alle, wir müssen gemeinsam dieses ominöse Wir sparen, zum Beispiel Energie sparen. Aber zu wissen, das bedeutet in unserer Stadt nicht, dass es Personen gibt, die sich überlegen müssen, ob sie ihre Wohnung überhaupt heizen können. Nicht? Und dass das ein Wert ist, den es eigentlich erst auch wert ist, dafür Geld auszugeben und dafür abzugeben. Ich glaube, das ist noch wichtiger, das noch mehr zu betonen. Nicht nur, ich muss weniger haben und dann habe ich halt weniger und die anderen haben mehr, sondern eigentlich haben wir alle mehr als ein Wert halt eine Gesellschaft, die gerecht ist. Das quasi als Konsumgut zu verstehen, ein bisschen weiter, das bezahle ich jetzt sozusagen, das ist mir wert. Bevor ich jetzt ins Publikum gehe, wenn da Fragen sind oder wenn jemand etwas sagen möchte, möchte ich jetzt doch noch, was wir im Vorgespräch kurz besprochen haben, die Frage des Sozialstaates damit hineinbringen, weil ich meine, der Sozialstaat existiert in Europa, in Österreich und ist ja ein solches Umverteilungsinstrument. Und Sie haben gesagt, in weiten Bereichen funktioniert er eigentlich gar nicht schlecht und das werde in solchen Diskussionen oft ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und dann ersuche ich, wenn aus dem Publikum Fragen sind, bitte sie zu stellen. Ja, weil ich glaube, um eine gute Analyse zu machen, muss man wissen, was läuft gut, das muss man stärken, und was läuft schlecht, dort muss man korrigieren. Und wenn man diese beiden Blickwinkel nicht hat, also nur sagt, alles ist super oder alles ist schlecht, dann vergibt man ja alle Möglichkeiten, die Sache genau zu analysieren und dann auch richtig zu reagieren und richtig zu handeln. Der österreichische Sozialstaat zum Beispiel hat von seiner Wirkung her eine sehr stark armutspräventive Wirkung. Er reduziert quasi durch Dienstleistungen und Sozialleistungen die Armutsgefährdung, hätten wir die nicht, von 44% der Bevölkerung auf 12% hinunter. Das ist eine sehr gute Zahl. Wir liegen da im Spitzenfeld aller OECD-Länder, sind nur 4-5 andere Länder so gut wie Österreich. Das heißt, wir haben hier eine sozialstaatliche Struktur, die sehr stark uns, besonders die unteren Mittelschichten, vor Verelendung und vor Armut präventiv schützt. Das ist eine ganz wichtige Funktion, weil es sind nicht diejenigen Länder in der OECD, diejenigen mit der geringsten Armut, die am meisten Leistungen für die Armen hergeben, sondern diejenigen Länder in Europa haben die geringste Armut, die am stärksten die untere Mittelschicht präventiv verhindern, dass sie abstürzen. Das ist eine wichtige empirische Ergebnis der Sozialstaatsforschung. Das heißt, die stärksten, die besten Instrumente, um Armut zu verhindern in einem europäischen Sozialstaat, ist zum einen die untere Mittelschicht zu stützen mit Dienstleistungen, mit Hilfen, dass die Wohnungen halbwegs leistbar sind, dass die Schulen nichts kosten, dass das Gesundheitssystem nicht übermäßig Selbstbehalt oder am besten gar keine verlangt, dass es öffentlichen Verkehr gibt, dass es also quasi öffentliche Dienstleistungen gibt für einen großen Teil der unteren Mitte. Warum immer untere Mitte? Weil ab der oberen Mitte sind die Einkommen so, dass man sich was zur Seite legen kann und auch sparen kann, Ressourcen bilden kann für die Krisen des Lebens. Das kann die untere Mitte nicht. Und gleichzeitig Hilfen zu geben für ganz unten. Das ist quasi, und das war auch bei der Teuerung die Debatte. Darum glaube ich auch, dass das Sinnvollste ist, jetzt rein von den Leistungen her, gegen die Teuerung sowohl Leistungen in die untere Mitte zu geben, eben wieder aufgrund des präventiven Effekts und zielgerichtet ganz nach unten zu den Ärmsten. Und wenn man das gut kombiniert, hat man eine hervorragend große Wirkung. Und deswegen vielleicht noch ein Wort, deswegen sind auch die Sozialstaaten, das ist das Paradoxon, wie zum Beispiel die so sehr stark treffsicher sind, das kommt ja, oder Targeting, also genau immer nur die Ärmsten erreichen wollen, eigentlich diejenigen Länder mit einer der höchsten Armutsraten, nämlich die USA, Großbritannien, also die alle sehr stark Targeting-Leistungen haben, sogenannten angelsächsischen liberalen Sozialstaaten, und diejenigen Länder wie Österreich und Deutschland, Schweiz, die den eher kooperatistischen Sozialstaat haben, oder die skandinavischen mit dem universellen Sozialstaat, diejenigen, die eigentlich die geringste Ungleichheit zwischen Arm und Reich haben. Ja, danke. Ich glaube, da bei der die Dame hier hat eine Wortmeldung, das kommt jetzt eine Kollegin mit dem Mikro. Ja, ich heiße Böhringer. Ich denke, dass diese Teuerungswelle einen positiven Effekt hat bezüglich Abfallvermeidung. Wir haben eh schon so viel Müll, nicht?
liegt ja auch auf dem Himalaya herum und auf den Alpen und so. Also denn die mittlere und untere soziale Schicht wird wohl, so nehme ich an, nichts Unnötiges mehr kaufen. Also im Prinzip, ja. Also zum Beispiel, wenn man schon einen Kleiderschrank voll hat und da wird man sich ja überlegen, ob man sich wieder was kauft dazu, nicht? Wenn man eh schon genug hat. Ne? Also da wird man eher schauen, dass man halt alles andere bezahlen kann, ja, also Heizung und so weiter, Strom. Also ich denke schon, also wie sehen Sie das? Wer will als Erster? Ja, am meisten kaufen die einkommensstärkste Drittel, die haben am meisten Quant im Kasten natürlich und am meisten Autos und am meisten Flüge. Also die sind die, die am stärksten wahrscheinlich den Mist produzieren, den Sie gerade sagen, muss man jetzt also sozusagen von der Verteilungswirkung sagen. Das heißt nicht, dass alle anderen dazuschauen sollen, weniger Mist zu produzieren, auch das untere und das mittlere Einkommen, aber rein jetzt von den Quantitäten wahrscheinlich. Was Sie ansprechen, ist ja glaube ich der Gedanke, dass die Teuerung jetzt uns zwingt, stärker mit den Gütern des Bedarfs umzugehen, also uns zwingt, genau, und das hat sicher auch etwas Positives. Ja, das, also wir uns da auch daheim jetzt überlegen, also nur wir sind nämlich eine Mittelschichtsfamilie vom Einkommen, überlegen, wie machen wir das, wie tun wir die Wohnung weniger warm halten, ja, also tun wir auf 19 Grad, geht eigentlich auch ganz gut, sieht man ja der Weste an, also Dinge hätte ich mir vorher wahrscheinlich nicht so leicht überlegt, ja, oder wie machen wir das mit Einsparen von Gas oder weniger mit dem Auto fahren, also das wird schon so sein. Ich habe noch keine empirischen Zahlen dazu, ob das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, das ist sehr plausibel, dass das so sein wird. Ob das einen langen Effekt sozusagen auch dann bin ich gespannt, ja, auch in den Einstellungen hat, keine Ahnung. Ja, ich glaube, es gab schon einen deutlichen Effekt mit dem Auto, also mit Benzinverbrauch, glaube ich, als das so in die Höhe ging. Ich glaube, es gibt zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist, ich konsumiere weniger, weil ich weniger habe. Nicht? Also dann könnte ich quasi also nicht, und das ist dann aber natürlich auf eine gewisse Art zynisch, wenn das die untere Mittelschicht und Menschen, die in Armut leben, betrifft. Das andere ist dieser Steuerungseffekt, wenn bestimmte Güter teurer werden. Das war die Idee im Klima, mit dem CO2-Preis und dem Klimabonus, dass man sagt, man bepreist CO2 so und so viel, das wird so und so viel kosten für die Person etwa, und der Person geben wir genau dieses Geld. Also die Person hat nicht weniger effektiv. Aber relativ zu anderen Gütern ist jetzt plötzlich fossile energieintensive Güter teurer geworden, weil das CO2 bepreist wird. Also werde ich mich umorientieren und das dann halt anders konsumieren. Aber ich habe eigentlich nicht weniger. Nicht? Und das ist die Art, die Sinn macht, wo man sagt, dass Dinge, die knapp sind, die müssen teuer sein, das ist wichtig. Aber die Konsequenz kann nicht sein, dass dann einfach absoluter Mangel besteht und dass deswegen jemand weniger konsumiert. Es kann nicht Sinn der Sache sein und wäre auch unfair. Es gibt jetzt eine neue Debatte, muss ich auch jetzt ein bisschen mehr noch lesen, aber ich habe es jetzt schon ein bisschen in der Literatur gesehen, unter dem Begriff der Konsumkorridor. Ich weiß, ob Sie das schon gehört haben, diesen Begriff. Da ist die Idee so ähnlich, wie Sie sagen. Die Idee, ich finde den Begriff nicht so gut, aber vielleicht fallen uns da ein besser rein. Aber Konsumkorridore meint, dass wir uns unseren Konsum anschauen und einen Korridor definieren, den man natürlich aushandeln muss, ethisch, gesellschaftlich, sozialwissenschaftlich, wo quasi der Korridor beginnt ganz unten eben bei den Basic Needs, die alle brauchen, da kann man nicht kürzen. Also die Wohnung muss warm sein, soll nicht schimmelig sein, also Basic Needs, die wir einfach brauchen. Und dann gibt es einen gewissen Korridor des Konsums, den wir uns aushandeln können, der auch noch irgendwie gut ist für den Globus und für die Natur und was wir da um und um haben. Und dann gibt es oben eine Grenze, wo es schädlich wird, ja. Und ab da, also das ist nur mal, also und diesen zu definieren, ist unter dem Titel, also unter dem Begriff Konsumkorridor jetzt. Und ist keine leichte Frage, sowas zu definieren, weil ja viele Vorentscheidungen oder Vorannahmen da dahinter stehen. Aber ich finde es spannend, das ein bisschen durchzudenken. Ja, also ein Problem halt von dem Nutzen, von dem Preissignal, nicht um so einen Korridor einzuhalten, ist, dass wenn ich genügend Geld habe, kann mir der Preis von allem egal sein. Also es gibt eine Grenze davon, wie man steuern kann, damit, dass man zum Beispiel CO2 bepreist. Und dann ist halt die Frage, wie viel dann noch übrig bleibt. Also ob man es teuer genug machen kann, dass auch Menschen mit sehr viel Geld dann trotzdem genug sparen werden. Oder ob man irgendwann quasi sagt, nein, es gibt Güter, die müssen halt rationiert werden. So egal, wie viel sie bereit sind, dafür zu zahlen, so und so viel darf einfach ein Einzelner nicht verbrauchen.
Das wäre quasi so eine, ja, also quasi, dass man zumindest für, auf eine gewisse Art ist das äquivalent zu einer quasi 100% Einkommensbesteuerung, dass man sagt, zumindest für bestimmte Güter kann man einfach nicht mehr Geld ausgeben als das. Ja, deswegen habe ich eine empirische Frage, ob das nötig ist oder ob der Preis, das Preissignal reicht, aber aus, so, aus Fairness-Sicht ist es schon ein Problem, nur den Preis zu nutzen, weil man eben dann eben nur die Menschen anspricht, die halt auf den Preis reagieren, weil sie halt andere finanzielle Constraints haben. Okay, da ist eine Wortmeldung im Publikum. Dankeschön. Ja, ich würde da noch gerne einhaken, auch was die Dame gesagt hat zum Thema Müll. Und Bepreisung ist da auch ein wichtiger Punkt. Ich habe mein Leben lang versucht, immer sehr ökologisch zu konsumieren und dadurch habe ich wenig konsumiert, aber zum Beispiel teure Produkte gekauft. Das heißt jetzt, wenn es um diese Teuerung geht und es gerade Leute, die versuchen, ökologischer zu konsumieren, aber vielleicht eben nicht die höchsten Einkommen haben, dann geht es nicht nur um die Menge, die man konsumiert, sondern auch die Qualität. Und wenn ich jetzt anfange, statt Brokkoli und unverpackte Gemüseartikel, die gesünder sind, Fertigpizza zu kaufen und Nudeln, die verpackt sind oder irgendwelche 50% abgepreisten Produkte und so weiter. Also es kann, also zumindest meine persönliche Erfahrung ist so, ich kann durchaus mehr Müll produzieren, wenn ich weniger Geld habe, weil ich dann viel schlechtere Sachen konsumiere. Oder es ist auch so, wo spare ich? Ich spare bei den Dienstleistungen. Dienstleistungen sind teurer. Statt dass ich jetzt zum Beispiel einen Yogakurs mache und auf, auch so oder mich mit Sport beschäftige, sitze ich dann vielleicht zu Hause und esse Schokolade oder trinke irgendwelche Getränke, weil ich depressiv bin. Also das ist eine Frage, die eigentlich auch total fehlt im Thema Verzicht. Das schön und gut, ich kann versuchen zu verzichten im Sinne von Produkten, die eben ökologisch schädlich sind oder weniger zu konsumieren, aber im Endeffekt kommt es immer wieder zurück, dass ich dann eigentlich qualitativ was Schlechteres mache, für mich und für die Umwelt. Deswegen, und da wäre dann wieder interessant, können die unverpackt Läden zum Beispiel, wo ich mit meinen Tigerl hingehe, eigentlich bessere Preise bieten als das Verpackte beim Spar. Oder, ja, danke. Ja, stimmt, das ist natürlich alles anekdotische Evidenz. Wenn man jetzt sich alles anschaut, ist es schon so, dass die Mitte trotzdem, das ist ein bisschen ein Mythos, dass die unteren Einkommen so viel Fertigteil, wie heißt das, der Fertigpackung und die Pizza und zum McDonald's gehen, das macht die Mitte am meisten. Die oberen nicht, interessanterweise, die sind da viel distinktiver in ihrem Konsum und in ihrem Ding, aber die Mitte sind die am meisten, diese Fertigpackungen. Die unteren haben das Problem, dass sie jetzt viel Zucker und viel Kohlehydrate essen, aber das machen sie auch, indem sie eben irgendwelche Reisnudeln und Ding essen und vielleicht zu wenig Gemüse, also was wir aus den Studien wissen. Aber es hat auch einen Effekt, wenn man dann immer fragt, und das ist auch meine Erfahrung jetzt aus den Sozialberatungen und Notschleifstellen, es ist halt geschwind satt werden. Ja? Das hat natürlich auch eine Funktion oder eine Logik, wenn man wenig Geld hat, dass man billig schnell satt wird. Das ist nur so ein bisschen eine kleine Evidenzantwort. Aber Sie haben natürlich recht, wäre super, wenn man die teuren und qualitativ hochwertigen Produkte kaufen kann, muss sich halt ausgehen, auch wenn man wenig Geld hat. Ja, und das passt ja auch mit diesem Jamie Oliver-Beispiel. Nicht? Also sonst, wenn das nicht so ist, sich so anfühlen kann, dass jetzt irgendwie der gängige Witz in Deutschland, dass die wahre Partei der Besserverdienten nicht die FDP, sondern die Grünen sind. Dass dann die Grünen aus ihrem schönen Gründerzeitviertel irgendwie sagen, ja, geht doch alle schön zum Dance einkaufen und so. Und das irgendwie so als moralisch vorgepredigt wird, aber das gar nicht unbedingt zugänglich ist für Menschen mit niedrigerem Einkommen. Und dass dann auch, ja, das ist interessant, dass das quasi Verzicht nicht, also im Endeffekt ist, es geht aus ethischer Sicht und auch aus Umweltsicht, also dem Planeten ist ja egal, wie viel Geld wir verbrauchen, wie viel Geld jemand hat. Das ist ja nicht das ist ja nur ein fiktives Tauschmittel, was wir benutzen. Also die Frage ist, was man damit kauft. Nicht? Also ich könnte quasi verzichten, indem ich mehr Geld ausgebe und auch quasi in so einer Gehaltsverhandlung zum Beispiel, dass ich mehr Gehalt raushandle und damit ein Produkt kaufen kann, was weniger ressourcenintensiv ist, weil ich lokaler kaufen kann und so, dann übe ich eigentlich Verzicht, obwohl ich im Endeffekt mehr Geld ausgebe. Also die Idee, dass Menschen haben weniger Geld und das bedeutet Verzicht, das ist halt ein Trugschluss in der Hinsicht, dass es ja nicht ums Geld an sich geht. Und aus ethischer Sicht ist dann auch noch interessant, gibt es eine Kategorie quasi der moralischen Verletzung oder Moral Injury, dass wenn man also in einer bestimmten Situation genötigt ist, etwas zu tun, was man eigentlich aus Gewissensgründen nicht tun möchte. Ich sage, eigentlich will ich klimafreundlich sein,
Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel nicht ohne irgendwie das Auto auf Arbeit kommen und so. Und jeden Tag bin ich genötigt, das zu machen, gegen meinem Gewissen oder gegen dem, was eigentlich besser wäre, weil mir die Möglichkeit nicht gegeben ist, es anders zu machen. Und das ist auch so eine Frage der Verteilung dann auch und quasi der Möglichkeit, kollektiv zu schaffen, eben mehr auszugeben, um im Endeffekt weniger zu konsumieren auf eine andere Art. Es gibt ein sehr schönes, wenn wir das Buch kennen, vom Ilja Steffelbau. Steffelbau, habe ich es richtig zitiert? Ich schaue danach, dass ich ihn richtig zitiere. Das Buch heißt Fleisch. Und er analysiert dort anhand eher Pierre Bourdieus Theorie mit den Kapitalsorten und dem Habituskonzept das Essverhalten in Bezug auf Fleisch. Und er beschreibt so zum Beispiel einige Studien, wo er zeigt, dass diejenigen mit dem höchsten ökologischen Bewusstsein, also die sozusagen die höchste, beste Einstellungen haben, nicht die sind, die am wenigsten CO2 verbrauchen, nicht, weil sie einfach aufgrund ihrer ökonomischen Einkommenssituation einen höheren Fußabdruck haben, auch wenn sie noch so ökologisch denken, während die, die weniger ökologisch denken, viel besseren CO2-Abdruck haben, weil sie einfach eine andere ökonomische Situation haben. Das ist nur immer mitzubedenken, ja, bei den Fragen, die wir hier diskutieren. Gut, da sind noch zwei Wortmeldungen. Der Herr da, glaube ich. Also nennen Sie, sind unfreiwillige Umweltschützer, wenn Sie so wollen. Dann habe ich das falsch verstanden. Da war es der Herr zwei Reihen weiter vorne und dann der hier. Okay. Wir haben heute sehr viele sehr gescheite Fragen gehört und sehr damit implizit auch gute Vorschläge, wie Dinge, die jetzt nicht so gut laufen, verändert werden können und zu Besserem verändert werden können. Auf der anderen Seite haben wir, besonders in den reichen Ländern, sogenannten reichen Ländern, ein Wirtschaftssystem, das allgemein als Kapitalismus bezeichnet wird und das ja eigentlich nur mehr als Raubtierkapitalismus besteht. Und meine Frage an das Panel ist, halten Sie es überhaupt für möglich, Verbesserungen durchzuführen in den Richtungen, wie Sie sie heute skizziert haben, unter Beibehaltung des Kapitalismus? Ja, es ist eine Frage, die ich gerne mit meinen Studierenden in Wirtschaftsethik bespreche und dann ein paar alte Fotos ausgrabe aus meiner Heimat, aus Sachsen, die Fotos der ärgsten Umweltzerstörung. Und dann ist die Frage, ja, was für ein Wirtschaftssystem war das eigentlich? Das hat es also auch der Sozialismus das nicht besonders gut geschafft. Also die Frage ist eigentlich, was ist das, wenn man Kapitalismus runterbricht auf, es gibt Privateigentum an Kapital, an Produktionsmitteln in diesem klassisch marxistischen Sinn. Wenn ich als Gesellschaft sagen, alles Kapital verstaatliche, alle Fabriken, alle Häuser und so weiter, aber als Gesellschaft mir Umweltwerte nicht wichtig genug sind und die nicht einpreise in mein Verhalten oder in meine Planung, wenn ich quasi planwirtschaftlich dann arbeiten würde, dann kann ich auch die Umwelt ruinieren. Also das wäre so eine klassische, dass man also eigentlich auch innerhalb des, im Umkehrschluss, innerhalb des kapitalistischen Systems, wenn wir wirklich ernsthaft begrenzte Ressourcen so bepreisen, dass ihre Begrenztheit abgebildet ist in dem, wie wir sie bepreisen und dann damit wirtschaften, schon relativ viel tun kann. Da gibt es die Diskussion, okay, reicht das oder nicht, oder ist das immer nur so ein Pflasterchen? Aber wir versuchen es eigentlich noch nicht wirklich ernsthaft. Nicht? Wir haben zum Beispiel noch nicht einen wirklich ernsthaft hohen genug CO2-Preis. Und die Frage ist also einfach, ist es wirklich denn die Wettbewerbs- oder die Marktsituation, ist es wirklich denn das Privateigentum an Kapital, was das Problem erzeugt, oder ist es was anderes? Ist es das in unseren Erwägungen, wie wir konsumieren, was wir von der Welt wollen, von unserer natürlichen Umwelt wollen, einfach deren Grenzen nicht respektieren? Ja, wenn das Problem ist, lösen wir das Problem nicht automatisch damit, dass wir die Eignerschaft und die Macht über diese Entscheidung umverteilen. Das ist so, ja, das wäre meine Antwort. Es geht um die Gründe der Ausbeutung, auch vielleicht psychologisch zu sehen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke, wir haben innerhalb des jetzigen Systems, nehmen wir es Marktwirtschaft, ja, in Europa ja auch einen riesigen Handlungsspielraum. Also wenn man sich Großbritannien anschaut, die haben Kinderarmutsraten von, ich weiß nicht, weit über 12-13%. Und Österreich, Dänemark, Schweden ist bei 2-4%. Also da gibt es offensichtlich auch einen großen Handlungsspielraum innerhalb des Systems. Die Stadt Wien von Wohnungspolitik verglichen mit, nicht wieder England zu nehmen, mit vielleicht auch früher München oder dergleichen. München ist vielleicht auch nicht so gutes Beispiel. Berlin früher, glaube ich, war jetzt, die rudern jetzt ein bisschen zurück. Also da gibt es ja auch einen großen Spielraum in der Art, wie ich zum Beispiel die Daseinsvorsorge mit leistbaren Wohnen organisiere. Also ich glaube, wir haben schon einen großen Handlungsspielraum in der Frage, wie stark
organisieren wir innerhalb der Marktwirtschaften öffentliche Güter und Güter der Daseinsvorsorge, Basic Needs, sei es Wohnen, sei es Energie, und Debatten in Richtung Energiegrundsicherung oder die Frage, wie können wir Energieversorgung für alle sichern. Ich meine, das sind Fragen, die auch innerhalb der Marktwirtschaft zu klären sind. Also auch dieses Merit-Order-System ist auch keine heilige Kuh. Das kann man auch anders regeln. Das ist ein System, das gesellschaftlich ausverhandelt wurde, das auch innerhalb der Marktwirtschaften anders organisiert werden könnte. Also ich bin ja nicht so pessimistisch. Ich glaube, dass es innerhalb des jetzigen Systems ganz viele Möglichkeiten gibt, Dinge besser oder schlechter zu machen. Was vielleicht noch dazu zu fügen, auch zu dem Thema, was wir vorhin besprochen haben mit Verteilung und Ungleichheit, dass man natürlich schon sagen kann, dass man eine potenzielle Ungleichheitsspirale in den Kapitalismus schon eingebaut hat, wenn man der nicht gegensteuert, was man jetzt in einem sozialistischen System nicht hätte. Nicht? Und dass die wiederum, also dann auf dem Umweg über diese extreme Ungleichheit, halt auch bestimmte ökologische Probleme zum Beispiel stärker werden und auch Fragen der politischen Steuerbarkeit, wenn sehr wenige Personen sehr hohen politischen Einfluss haben. Also eine ganz entscheidende Stellschraube ist dann die Frage der Umverteilung innerhalb dieses kapitalistischen Systems. Aber das ist nicht dasselbe wie das Abschaffen. Nicht? Also wenn ich sage, wenn man stirbt, dann wird man 100% erbschaftsbesteuert, dann erbt jeder Mensch, der geboren wird, erbt irgendwie 300.000 Euro Aktien und kann damit irgendwas machen. Dann habe ich immer noch Kapitalismus, aber eine ganz andere Situation von dem, wer wie viel Geld hat, wer wie extrem konsumieren kann, wer wie viel politischen Einfluss hat. Aber ich glaube, das wäre dann, glaube ich, eine entscheidende Stellschraube, auch noch neben diesen ganzen anderen Fragen, wie man den Sozialstaat ausgestaltet. Und ich glaube auch, dass drei Stellschrauben, die man schon, wo wir viel zu wenig dran schrauben. Das eine ist die Steuer, progressive Steuer. Das andere ist die Ausgabenseite, also die Sozialleistungen, die Transferleistungen. Und drittes sind die Dienstleistungen, die Daseinsvorsorge betreffen, also was wir brauchen. Und an allen drei Schrauben kann man drehen, auch innerhalb der jetzigen sozusagen Paradigmen. Das tun wir vielleicht viel zu wenig, ja? weil ich weiß jetzt, Sie wünschen sich eine andere Antwort, aber kriegen Sie nicht von mir. Man kann, alle, den Dreh ist klar, aber tut man es und wie erreicht die große Masse, dass getan wird? Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie, das war auch die Frage der Verteilung von Reichtum oder Vermögen. Vermögen ist ja nicht nur ein, also diejenigen, die reich sind, definieren sich nicht dadurch, dass sie konsumieren. Das ist bald nicht mehr lustig, wenn man die dritte Yacht hat oder das fünfte Auto oder die fünfte Villa. Das, was zu Reichtum immer strebt, ist zur Ausübung von Macht und zum Einfluss zu nehmen auf Gesellschaft. Und das ist schon auch ein Problem, das, glaube ich, auch bei der Besteuerung mitzudenken ist. Es ist kein Zufall, warum so viele der reichsten Leute der Welt entweder quasi ihre Angestellten finanzieren, in die Politik bringen oder selbst, wenn auf die Angestellten kein Verlass ist, selber gleich antreten für Präsidentschaft oder für politische Ämter oder Fernsehstationen, Medien, Dings und dergleichen Gründen, um die Welt so zu beeinflussen, dass eben das, was wir uns jetzt wünschen, nicht passiert. Ja, wenn Sie das meinen, dann haben Sie schon recht. Das ist, das ist ein Problem, ein demokratiepolitisches Problem, das schon stärker ist als früher, glaube ich. Genau, das wollte ich sagen. Es ist ja ganz sicher auch so, dass zum Beispiel wer den Amazonas jetzt in großen Teilen abgeholzt, das war eine politische Bewegung, die sehr rechts gestanden ist. Das muss man wahrscheinlich dann auch irgendwo mitdecken. Aber wir haben ja noch eine Wortmeldung und dann werden wir Schluss machen, weil es ist dann schon 19:20 Uhr. Ja, Thomas Lung, ich hätte eine Frage, und zwar den Markt könnte man schon auch nützen. Das heißt, Besteuerung klingt immer sehr negativ, aber Anreize schaffen, zum Beispiel mit den grünen Fonds, Steuerbefreiung, da wird was kommen. Social Business gibt Konzepte, eben Social Impact zu machen. Das heißt, dass ein soziales Problem gelöst wird. Wir haben sehr viel Geld liegen, in Österreich so 900 Milliarden. Das heißt, das Geld will arbeiten. Wenn man da Anreize schafft, auch von staatlicher Hilfe, hier etwas zu bewegen, glaube ich, dass sehr wohl eine Lösung auch da ist, die auch nicht nur für die Umwelt positiv ist, sondern auch für Armutsbekämpfung. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, alle Sektoren der Gesellschaft müssen mitwirken. Und die Technologieentwicklung ist sicher also auch eine Dimension oder einer der vielen Mosaiksteine, die notwendig sind, um diese Transformation zu erreichen, weil technologische Innovationen einfach viel bewirken können. Das wissen wir aus der Geschichte der Menschheit, nicht? Also die bestimmten technologischen Entwicklungen haben die Welt immer verändert, und da zu investieren, auch mit Geld und Kapital, halte ich für gescheit, ja. Ja, es wird halt nicht unbedingt das ersetzen, dass man auch
besteuert. Und nicht, also, das, also man könnte natürlich sagen, oh, wir müssen nur diese Anreize setzen, dann wird irgendeine Wundertechnologie erschaffen, die erzeugt so viele Güter auf ökologische Art, dass alle Armutsprobleme und Mangelprobleme sich lösen. Aber das ist also, die Welt ist ja nicht verpflichtet, uns sozusagen entgegenzukommen, dass wir es schaffen, irgendwie unseren Konsumlebensstil konstant zu halten. Und die Technik würde es irgendwie genau richten, dass es dann doch irgendwie in ökologische Schranken reinpasst. Da gibt es keinen Grund anzunehmen, dass so die physische Welt uns das schuldet sozusagen. Das ist nicht so. Das heißt, es ist immer beides. Vielleicht noch zu der Frage, was man bewegen kann und es manchmal so aussichtslos scheint. Es gibt manchmal so Dinge, die man sich politisch fast nicht vorstellen kann, dass sie machbar sind, wie Dinge wie dass wir halt quasi ein zeitlich begrenztes bedingungsloses Grundeinkommen für einige Personen in unserer Gesellschaft hatten, die einen Arbeitsvertrag hatten, aber keine Tätigkeit auszuüben hatten für eine ganze Weile. Aber auch in Richtung von Umverteilungs- und Steuerfragen, dass zum Beispiel in Großbritannien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg einen Spitzeneinkommenssteuersatz von 97% gab. Nicht nur das ist Großbritannien, wo man denkt, das ist doch so ein Niedrigsteuerland, wo Steuern ganz böse sind und so. Da war die Idee, nein, dass ab einem bestimmten Punkt braucht man das Geld einfach nicht mehr und es muss anders verteilt werden, was da ist. Und also es geht eigentlich sehr viel und man ist dann oft auch sehr kurzsichtig vielleicht darin, dass wir das dann, ja, dass wir das politisch Machbare auf die letzten 20 Jahre beziehen oder so. Ja. Na gut, dann würde ich die Diskussion beenden für heute. Also ich finde, das war sehr interessant. Also zum Beispiel dieser Unterschied zwischen, auch wenn sehr viel Geld da ist durch Besteuerung, heißt das noch lange nicht, dass man nicht verzichten wird müssen. Im weitesten Sinne. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einiges uns auch noch selber zumuten müssen. Mit der Bemerkung möchte ich es gerne schließen. Danke vielmals. Herzlichen Dank.